Wichtigste war erstmal konkurrenzfähig zu sein und wir stellen Gegner Aufgaben. Und wichtig ist, das konstant Woche für Woche rüberzubringen und zu zeigen. Und ich glaube nicht, dass am 9. Spieltag in der Regionalliga Nordost oder wo auch immer irgendwelche Entscheidungen im Fußball gefallen sind. Glaube ich nicht. Ja, also was heißt, wir müssen jetzt weiter so arbeiten. Wir müssen versuchen, das Spiel zu gewinnen und wir müssen einfach hoffen, dass Jena irgendwann mal einen Ausrutscher macht und dann müssen wir da sein. Wir müssen jetzt die Chance nutzen, die Jena uns gibt danach. Viel Schwächephasen können wir uns nicht mehr erlauben. Also ich denke, im Endeffekt sind es natürlich jetzt alles Floskeln oder so. Die Saison ist noch lang. Es ist noch ein gutes Polster, was Jena auf uns hat, aber ja, Gott. Ich meine, das hatten wir jetzt davor die Wochen auch und da ist noch genügend Zeit.